Hat ja rein theoretisch auf dem USB-Stick oder woanders, ne? Ja, ich will jetzt nicht spoilern, du kennst den Ach so. Verlauf der Geschichte ja noch nicht. Okay, gut. So, warte. Der Frankie meldet sich bald bezüglich der nächsten Phase der Ermittlung bei mir. Aber ich kann ja trotzdem noch den High Society League starten, oder? Oh, nicht verfügbar, es kann nur eine Ermittlung aktiv sein. Ach so, ich muss dann erst noch ermitteln. Ach so. Oh, ich hänge gerade. Ja, das hänge ich nicht. Warte. Aber ich meine, Boxer hat sich damit auch sehr einfach getan mit diesen drei Security-Auswahlmöglichkeiten, ne? Wieso? Weil die halt sehr repetitiv sind, ne? Runter. War es ja nur Güter, Klient und dann noch das andere zur Auswahl, was du machen Nee, ich kannst. glaube, es gibt 12 verschiedene. Ach so, Oder sogar 12. 16. Also das wechselt auch immer wieder. Okay. What's up, boss? Bist du oben? Auf dem Dach oder? Ja, genau. Okay, warte, dann komme ich hoch. Bin gefühlt einfach gerade ein Pilot. Ja, das stimmt. Kommst nicht dran vorbei? Nee, bin zu breit. Okay. Warte. 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 Oh, Mann. So, warte, wo bist du? Habt ihr gerade Platz gemacht? Ja, du bist so Und das gerade bei kam mir mir. scheinbar nicht an. Nee, es kam an, du bist zur Seite und dann warst du auf einmal hinten. Dann wusste ich jetzt nicht so richtig, wo ich einsteigen soll. Hinten oder zur Seite. Und da bin ich gespannt drauf, das zu sehen. Ja, das ist heute wieder extrem schlimm mit den Bugs. Ah, du Ja, ich merkst sehe immer auch, dass richtig. bei mir immer wieder auf 0,0 Ja. Mbits pro Sekunde Ja. runterspringt. Du Also merkst immer wieder so kurze es. Disconnection. Du merkst es beim Hubschrauber nur extrem, denn du hörst ganz normal das Hubschraubergeräusch und dann hört es auf und du weißt ganz genau, okay, die Internetanbindung ist wieder futsch. Ach, da ist er. Kann aber nicht schießen. Du musst ja nur aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht töte, ne? Ja, genau. Okay, dann lasse ich das mal lieber. Dann lasse ich dich mal machen. Kannst du auch schießen? Ja, ich kann aber mit Raketen schießen. Das ist mir gerade wieder zu Mach ich heiß. doch auch. Dem passiert nichts. Sicher. Ich meine, ich habe das immer so gemacht, wenn ich Ja. das richtig in Erinnerung Ja. 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 Okay, sorry, funktioniert nicht. Alles gut, Die hat alles gut. es abgefackelt, die im Feuer war. Ups. Okay, das war mein Mistake. Alles gut. Aber da haben wir es gleich mal demonstriert, wie es nicht geht und was alles möglich ist. Ja, so viel zum Thema einfach mit Raketen rein. Also da Ja. war dein Gespür auf jeden Fall richtig. Na, so realistisch gesehen ist es halt schwierig. Ja, bei GTA gibt es manchmal solche und solche Situationen. Also manchmal kannst du auch auf Fahrzeuge, die du nutzen sollst, auch mit Raketen so viel draufschießen, wie du willst, die gehen nicht kaputt. Ja, das stimmt. Haben wir dann trotzdem Cooldown oder können wir trotzdem nur von vorne?
schätze mal, da wird der Cooldown wieder drauf sein. Hey, Partner. Ach so, nee. Hat gerade funktioniert. Ich habe ihn gerade anrufen können. Okay. Fahrzeugrückführung. I mean, I'm about the only dude I know with a Vinewood address who only got a fucking dog. Well, my neighbor, this motherfucker in the music business, man, he owned a fucking monkey. And the little guy just got stolen by Meriwether. I swear, homie, I know it sounds like... Und jetzt das Fahrzeug zerstört. Ja. You don't fuck around when it comes to the animal. Das wär's jetzt noch. You may laugh and save this little furball before he ends up with three tails or some shit. Mal gucken. Also bei der am Flughafen ging das auf jeden Fall nicht. Ja. Weil das Board, was man da klauen musste, das ist im Hangar drinne. So. Aber ich glaube, in den meisten Fällen sind das Autos. Ja. Die man zurückführen muss. Ich hoffe, schnelle Autos. Aber es ist trotzdem gemein von Boxer, einfach 200 Missionen davon, ne, reinzuknallen. Das kenne ich nur von Ubisoft. Am Anfang haben sogar haben viele YouTuber geglaubt, dass das 500 wären. Ach so? Also dass man 50.000 passiv machen kann. Ah. Und ich habe dann ausprobiert, alles über 200 bringt keine Steigerung mehr. Ja. Ich wollte am liebsten auch die 50.000 passiv haben. Mm. Und waren das alle 20 Minuten oder? Alle 48 Minuten gibt es die, ja. 20.000 dann. Kannst eigentlich da vorne, oder? Landen hier. Genau dort. Gut, ich meine, Security Mann, was ist bestimmt auch nicht so viel dabei denken, oder? Nö. Ganz normaler Arbeitstag. Hallo. Ich box ihn. Oh nein. Ich wollte. War nicht F schlagen? Ach nee, ja, ich bin dumm. Linke Maustaste. Ja. So. Hab ich nämlich für eine Waffe? Man down! Gab's auch ein schönes Lied von Rihanna mit Man Down. Das ist die Mission mit dem Affe. Ah, die mit dem Affe. Ah. Oh, das war, glaube ich, ganz langsam, ne? Ja, leider ja. Okay. Aber vielleicht können wir das wieder boosten. Salam alaikum. Salam, mein Freund. Gott, der arme Affe. Ja, oh, was ist das? Oh, ja. Ich habe den Affen eingesammelt. Soll ich mal vorfahren oder? Hm, da kommen gleich viele harte Gegner. Oh, jetzt bin ich tot. Weißt du, was mich auch richtig nervt bei GTA? Dass du, wenn du fährst, nicht die Möglichkeit hast, eine Weste anzuziehen oder was zu essen. Doch, kannst du mit dem
im blauen Menü. Ach so, ja gut, ich bin nur bei Tab. Ja, ich bin immer nur bei Tab rein. Ach so. Ach so. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Das was. So. Ich bin gleich da. Ach, da bist du. Oh. Ja. Ach so, bist du auf dem Berg gespawnt. Ja. Ja, alter Angeber, ja, du bist schneller da als ich. Ja, das kann ich auch. Hier, ich kann Floor fahren. Ja, danke. So. Das schöne Taikan, ne? Das kannst du eigentlich niemandem hier erzählen, ne? So, es sind nur 8,7 Kilometer. Und die Stange nehme ich als Souvenir noch mit. Ja, ich kann dir gleich eine Abkürzung nennen. Schön, wir sind Berg. Oh, jetzt geradeaus über den Berg. Sind wir auch. War das die erste Mission, die wir mit dem hatten? Oh, da war ein Stein. Ich glaube, die erste hattest du alleine gemacht. Stimmt. Das war dann, glaube ich, die erste, die wir zusammen gemacht haben, war dann diese hier. Stimmt. Und dann den Schienen folgen, oder? Dachte ich. Ja, dann wieder auf den Highway drauf. Okay. Genau, im Optimalfall hätte das geklappt da rüber, aber das ist immer ein bisschen schwierig, die passende Stelle zu kriegen. Warte mal, ich gehe mal dort vorne lang. Warte. Der arme Affe, ey, ne? Ja, bin drüben. Sehr gut. Kommst du mit drüber? Ja. Ach, da bist du. Aber ich glaube, Polizisten haben wir ja keine mehr an der Backe, ne? Genau. Die müssen, dürfen, glaube ich, nicht mehr kommen. Aber was sie mit dem Affen machen, ne, das kommt auch nie raus, ne? Bist du schneller? Ja. Was schneller? Aber ich muss sagen, die Dex-Missionen haben mir bisher am besten gefallen irgendwie. Und das Ende vom Kaido. Hey. Ja, bisher schon. Okay. Du findest du wohl nicht, oder? Oder was ist so deine das Lieblingsmission? Das ist eine Geschmackssache, ne? Mhm. Also ich hab's, eine Zeit lang, als Kaio neu war, habe ich Kaio am meisten gefeiert. Mm, mm. Da habe ich mich irgendwann an Casino rangewagt und fand Casino dann am besten. Ja. Ja, gut, bei Casino, ne? Da kriegt man ja noch ein bisschen was vom Lester mit, ne? Das war ja Casino, richtig, ne? Also das kriegst du direkt beim ersten Mal kriegst du noch eine Story auch mit. Und Jimmy hängt halt immer an deiner Spielhalle rum. Oh, der Jimmy vom Michael, oder? Ja, richtig. Gott, das ganze Geld, was wir gestohlen haben, ne, verplempert er dann einfach so in meiner Spielhalle. Ja, wieso denn? Wandert's doch in deine Tasche. Ja, ist doch gut. Weil die Spielhalle, wenn du die mit Automaten komplett gefüllt hast, bringt die 5000 GTA-Dollar alle 48 Minuten passiv. Du hast GTA nicht komplett gespielt gehabt, ne? GTA 5. Die Story nicht, nein. Hm. In der Story habe ich vielleicht 100 oder 200 Stunden investiert. Aber trotzdem in viel. Online habe ich über 2500 Stunden investiert. Also nur am PC. Ja. Wenn man noch das, was noch auf Konsole, dann sind es bestimmt schon 3000. Eieiei.
Seit 2018 spielst du, oder? Auf dem PC? Oder war es schon eher? Ich glaube, nee, Quatsch, das war Ende 2016. Hm. Habe ich, glaube ich, am PC angefangen. Aber ich glaube, wenn du das dann auf... 2017 habe ich mir mit meinem PC zusammengebaut. Hm. Also da war ich auf jeden Fall schon am GTA gewesen am PC. Ich glaube, wenn du das dann wirklich auf die Tage runterrechnest, sind es, glaube ich, bestimmt nur so 30 Minuten am Tag, die du, glaube ich, gezockt hast. Das hatte ich nämlich mal spaßenshalber bei meinem Spiel, was ich am längsten gespielt habe, mal runtergerechnet, weil immer, wenn ich gesagt habe, ja, hier, ich habe über 2000 Spielstunden, war es so viel und du musst ja noch ein Leben haben und ich spiele das seit 8 Jahren. Und dann habe ich das mal spaßenshalber durch die ganzen Tage gerechnet und im Endeffekt kam dann nur eine halbe Stunde raus, die ich am Tag rein theoretisch mal gespielt haben müsste, um halt ja, die Stundenanzahl zusammenzubekommen. Hm. Und dann ist es gar nicht mehr so viel, ne? Ja, aber in der Realität sieht es halt so aus, dass man, dass es auch Tage gibt, wo man gar nicht zockt, ja, und dafür dann aber auch Tage, wo man auch mal mehr oder auch sehr viel zockt. Oh ja. Also ich muss sagen, ich hatte eine ganz schlimme Sims 3 Zeit. Also da hat auch meine schulische Leistung drunter gelitten, weil ich kam von der Schule nach Hause so 14, 14:30 Uhr und habe gleich Sims angemacht, habe das bis 21 Uhr gespielt und von Freitag zu Samstag habe ich das bis, also wenn ich Freitag angefangen habe, bis 3 Uhr nachts samstags gespielt, habe dann so 6-7 Stunden geschlafen. Um mich dann direkt früh wieder hinzusetzen, um Sims zu spielen. Es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm, ne? Also, dass das meine Eltern geduldet haben, ist eigentlich ein Wunder. Sims 3 war aber auch gut, als das neu war. Das stimmt, ne? Und ich war ja so gehypt auf Sims 4 und dann habe ich mir die Demo geholt. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, okay, überzeug dich jetzt nicht so ganz, weil Sims 3 war ja schon ein bisschen realistischer. Und dann habe ich mir, glaube ich, für 50 oder 60 Euro dann Sims 4, das Hauptspiel, geholt und habe, ich glaube, ich bin nur bis zur Charaktererstellung gekommen, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich wieder angefangen, Sims 3 zu spielen. Okay. Aber ich finde es ja auch frech von EA, bei Sims 4 hast du so gefühlt 30 Packs, ne? Und bei Sims 3 hattest du so 2 Packs, die ganzen 30 irgendwie umfasst haben, ne? Also da haben die auch nochmal richtig schön die Kuh gemolken mit Sims 4. Und es soll ja auch, glaube ich, Sims 5 jetzt, also nicht jetzt rauskommen, aber auf jeden Fall soll es einen fünften Teil geben. Okay. Meines Wissensstandes nach, dass sie zumindest dran arbeiten. Hattest du eine Mission gestartet? Ach so, nee, oh. Es wäre eigentlich nur Security möglich. Weil die anderen können wir nicht machen, dann meldet sich ja Franklin bei mir. Ansonsten, ich kann doch nochmal reingehen und gucken, ob das vielleicht jetzt möglich wäre. Hey, Partner. Ja. Nee, warte mal, okay, ich geh mal kurz rein. Ach, Agenturkonferenz, warte. Muss du drüber reden, ne? Ach so. Ja, ich muss mich wieder einloggen. Warte. Dreierkonferenz klingt auch sehr merkwürdig. Aber gab es bei dir noch ein anderes Spiel, abgesehen von GTA, das sich so, also das sich so suchten lassen hat? Oh ja. Noch vor GTA erstmal COD, Black Ach, Ops ja, 3. Stimmt, ja, das, ja, das habe ich 2 Jahre, glaube ich, richtig heftig auch durchgesuchtet. Ja. Und da auch irgendwas über 500 Euro reingesteckt. Ja. Ja. Das Game habe ich wirklich gefeiert und gefühlt. Gab es da schon Lootboxen da, zur damaligen Zeit oder irgendwas in der Richtung? Ja. Krass. Das waren auch Boxen, also Packs, die man gezogen hat, geöffnet hat. Wo dann mal 3 zufällige Sachen gekommen sind. Meistens waren das einfach nur Waffentarnung oder irgendwelche Charaktermoves gewesen. Oh, ja. Aber das Ziel war halt immer gewesen, eine Geheimwaffe zu ziehen. Ja. Und es gab halt Waffen, die man darüber freischalten konnte. Ja. Das waren, glaube ich, anfangs etwas über 30 Stück gewesen. Und dann habe ich mal über 300 Euro reingesteckt und hatte danach auch alle gehabt. Mhm. Aber 3 Monate später gab es dann wieder 4 neue. Ei Gott.
Und wenn man erstmal kaum welche hat und dann viel Geld reinsteckt, dann bekommt man auch viel raus. Mhm. Wenn man aber schon alle hat und du willst halt noch diese 3-4 Stück haben, mhm, dann musst du aber fast genauso viel Geld nochmal reinstecken, um die paar dann rauszukriegen. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit sinkt immer weiter. Ja, ja. Und ich denke, dass die KI wahrscheinlich auch schon so schlau ist, dass sie das erkennen kann, dann wer dazu neigt, ab welchem Punkt halt weiter Geld reinzustecken. Ja. Ich glaube, habe ich Geld reingesteckt? Ich glaube, also wenn, dann nur mal so 5 Euro in irgendwelche Packs, aber das war halt, ich glaube, ich bin da relativ resistent, obwohl ich sagen muss, ich habe auch bei meinen Mobile Games auch meine monatlichen Karten immer, die ich mir für 4,99 € kaufe, aber das war's dann auch. Also ich glaube, ich wäre dann, oh gut, obwohl, ich will wahrscheinlich nicht wissen, wie viel ich dann über den Zeitraum dort investiert habe, aber ich kann es dann irgendwie nicht mit meinem Gewissen so richtig, ja, ne? Aber das sieht halt anders aus, wenn du immer so 3,99 € gekauft hast und nicht 120 €, ne? Da ist das Gewissen nicht ganz so sehr angeschlagen. Aber hast du zum Beispiel Netflix 5 € im Monat und dann bist du im Jahr schon bei 60, ne? Das stimmt, ja. Netflix guckt, also gut, jetzt nicht unbedingt mehr so regelmäßig, aber das habe ich ohne Zeit dann gesucht. Wenn dann wieder irgendeine geile Serie rauskam oder eine Fortsetzung von irgendwas, da habe ich dann auch gefühlt nur Tage in Netflix verbracht.